Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Es ist Freitag, Freitag ist Newszeit und die kommen jetzt. Viel Spaß. Ja, schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr die News seht. Es geht auch im neuen Jahr am Freitag mit den Brettspielbox-News los. Zunächst, wie gewohnt, in eigener Sache. Am Mittwoch gab es dann im Rahmen der ersten Kolumne einen Rückblick auf das Jahr 2023. Was ist da so alles passiert? Zum einen aus der Perspektive der Brettspielbox, aber eben halt auch gesamthaft betrachtet. Welche Preise wurden verliehen etc.? Was ist so alles in 2023 los gewesen? Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ab nächsten Mittwoch geht es dann mit den klassischen Brettspielthemen dann auch wieder weiter. Dann haben Tim, Carina und ich eine Top 2023 Liste aufgelegt. Da starten wir morgen mit der ersten Folge für Familienspiele und am Montag gibt es dann nochmal einen Nachschlag mit unseren Top 5 Kenner- und Expertenspielen, sodass wir ja da auch unseren Einblick mal hineingeben. Aus der Branche. Wonderbow ist ja der junge Verlag, der mit Kelp sein Millionenprojekt auf Kickstarter online gebracht hat. Und da gibt es jetzt schon die ersten Probleme. Weniger bei Wonderbow selber, um Gottes Willen, da läuft eigentlich alles astrein. Aber irgendwelche Trittbrettfahrer haben sich den Erfolg da zu eigen gemacht und bieten wohl im Moment auf Amazon, auf eBay und anderen Plattformen schon Kelp-Spiele an. Hier hat der Verlag nochmal ganz klar darauf hingewiesen, es gibt keine Vorab-Exemplare, es wird der Zeitplan auch eingehalten und sollten da irgendwelche Sachen auftauchen, dann bitte ganz vorsichtig sein, nicht drauf reinfallen. Der Pledge Manager ist noch gar nicht losgegangen, also da kann noch gar nichts im Umlauf sein. Das sind entweder Plagiate oder sogar klassische Betrügereien, wo ja Sachen angeboten werden, die dann hinterher nicht ausgeliefert werden. Also da bitte aufpassen und gerne auch an den Verlag melden. Finde ich sehr schade, dass da solche Sachen ihr Unwesen treiben. Dann bei den TCG Games ist der Pikachu Illustrator jetzt für eine halbe Million Euro, halbe Million Dollar oder sogar mehr als eine halbe Million Dollar im Rahmen einer Auktion veräußert worden. Die Karte wurde mit einer 9 bewertet. Das ist fast Höchstnote, 10 ist ja da die Höchstnote, das ist die Qualitätsbewertung. Und von dieser Karte selber gibt es wohl aktuell im Ermessen knapp 41 Stück im Umlauf, beziehungsweise überhaupt, die davon erstellt worden sind. Und hier kann man mal sehen, ja, welchen Wert so eine Karte dann für den einen oder anderen von euch auch haben kann. Ich könnte mir das persönlich nicht unbedingt vorstellen, so viel Geld da hinzulegen. Aber wir haben es ja auch auf das Spiel mit Disney Lorcana gesehen. Da wurden ja dann auch schon binnen kürzester Zeit, jetzt nicht in der Größenordnung, aber auch gewisse Summen auf bestimmte Karten geboten. Bei Board Game Arena neu ist inzwischen Volto und Turing Machine aus dem Beta herausgekommen. Also das ist jetzt dann dementsprechend ganz normal dort spielbar. Ja, spielbar oder vielmehr brettspielbar ist dann das nächste Stichwort. Jürgen und ich haben auch einen Rückblick gemacht, haben so ein bisschen über unser Brettspieljahr geplaudert, sowohl was Spiele angeht, aber auch das, was wir so als persönliche Highlights für uns wahrgenommen haben. Die Folge ist seit heute online, könnt ihr auch gern da mal reinhören, wenn ihr da Lust habt, mal die Perspektive von Jürgen und mir an der Stelle zu sehen. Crowdfunding, ja, es ist Jahresanfang, es ist alles ein bisschen ruhiger, aber zwei Projekte habe ich zumindest rausgesucht, die mir da noch so ein Stück weit aufgefallen sind. Zum einen auf Kickstarter von Buttonshy Games ist The Last Lighthouse, ein wieder kleines Kartenspiel mit Cthulhu-Background an dieser Stelle und in der Spieleschmiede ist War Whispers erschienen. War Whispers ist ein Area-Control-Spiel mit Worker-Placement-Anteilen. Über vier Runden versuchen wir, unsere Agenten einzusetzen, um auf die verschiedenen Räte, die es dort gibt, eben halt Einfluss zu nehmen und diese zu manipulieren. Ja, und dann sind wir schon im Ticker.
Da geht's mit ein paar Spielen weiter, aber es ist auch alles ein bisschen ruhiger. Es ist Jahresbeginn, alles ein bisschen ruhiger und das ist auch okay. Wir müssen alle ein bisschen unsere Energiereserven auftanken, neue Kraft schöpfen. Und da hat sich Stonemaier Games gedacht, in diese Lücke gehe ich hinein und kündige Wormspan an. Und Feuerland hat direkt nachgelegt und gesagt, dass sie auch schon längst an Schwingenschlag arbeiten. So ist der deutsche Titel. Und während Wormspan jetzt Ende Januar ausgeliefert werden kann, also die sind schon voll in der Produktion, wieder mal so ein Meisterwerk der beiden Kontrahenten. Feuerland wird das Spiel wohl März, April anbieten, eventuell noch zu Spiel doch. Und wir haben hier ja eine Weiterentwicklung, kann man vielleicht sagen, von Flügelschlag oder Wingspan. Elizabeth Hargrave hat da im Hintergrund auch mitgewirkt, auch wenn sie nicht die Autorin des Spiels ist. Und wir werden in dem Spiel halt viele Elemente auch von Flügelschlag wiedererleben. Es soll aber komplexitätsmäßig eine Stufe drüber sein. Wir sind sogenannte Drachenforscher, haben auf unserem Tableau drei Höhlen, in denen wir dementsprechend forschen können, in denen wir dann Drachen einsetzen können. Also wird zwei Plättchentypen geben, einmal die Drachen selber und dann eben halt diese Höhlenplättchen. Und über vier Runden müssen wir eben bestimmte Token ausgeben, die wir dann eben halt auf diese verschiedensten Aktionen dort einsetzen. Es gibt auch wieder Rundenziele, die es zu erreichen gibt, die bewertet werden, die auch variabel sind. Wir müssen in einer Drachengilde aufsteigen, das gab es bisher bei Flügelschlag an der Stelle noch nicht. Und wie gesagt, es geht um Höhlen erforschen und dann Drachen dementsprechend einsetzen. Natürlich kommen auch Eier wieder zum Tragen. Und das Ganze, wie gesagt, ist in Produktion und dürfte dann demnächst bei uns sein. In diesem Zuge hat Stonemaier Games auch angegeben, dass es für Tapestry ein Erweiterungspack gibt, wo ein paar Makel, die in dem Spiel sind, behoben werden mit neuen Karten, sodass der ganze Zivilisationsbaum da nochmal etwas anders bearbeitet wird. Ob es das auch auf Deutsch geben wird, ist aktuell noch nicht bekannt, aber zumindest die englische Variante wird dort ja, so ein Weiterentwicklungspack bekommen. Valley Hoppers The Series ist ein Zwei-Personen-Kartenspiel zum Thema Basketball, wo wir über vier Runden je acht Karten ausspielen, um dort eben halt ein Match zu betreiben. Ravensburger hat für Disney Villainous mal wieder neue Schurken angekündigt. King Candy und Shere Khan, letztere aus dem Dschungelbuch bekannt, werden die beiden Protagonisten dann dieser nächsten Erweiterung von Disney Villainous sein. Dann haben wir Migo von Ghostos Games mit Bruno Faidutti als Autor. Hier sind wir Yetis, die in Höhlen unsere Entdecker so ein bisschen einsammeln. Über Heat und die Erweiterung hatte ich ja schon gesprochen. Jetzt hat Days of Wonder auch bekannt gegeben, dass es eine deutsche Ausgabe geben wird und die soll wohl auch schon im Februar, März erhältlich sein. Nasser Asphalt wird dort der Titel lauten. Cover ist halt auch schon bekannt, hier eingeblendet. Und ich hatte ja, glaube ich, schon erwähnt, es wird also einen neuen Spieler geben. Also damit kann ich eben die Anzahl der Leute, die Heat spielen können, erweitern. Die Farbe soll orange sein. Es gibt zwei Spielpläne. Zum einen Japan, da wird im Regen gefahren, was eben halt das ganze Kurvenmanöver ein bisschen schwieriger macht. Und wir haben Mexiko mit gewissen neuen Schikanen dazu zusätzliche Karten, also alles, was das Herz begehrt, um Heat dann noch intensiver spielen zu können. Distilled oder Paverson Games hat für Distilled eine Cast Strength Ausgabe angekündigt, die aktuell bestellt werden kann, allerdings derzeit nur auf Englisch. 55 Karten sollen das Spielgefühl noch mal weiter ansteigern oder nach oben kehren lassen, also das Spiel noch komplexer machen.
Man kann, wie gesagt, die Karten jetzt bestellen. Die sollen auch auf der Gen Con und ich glaube auf der UK Games Expo erhältlich sein. Wie es mit einer deutschen Ausgabe dazu aussieht, kann ich aktuell noch nicht sagen. Da müssen wir noch mal ein bisschen warten. Bei Bankis Edition wird Temple Code herauskommen. Das ist unter anderem von dem Macher von Turing Machine. Ebenfalls hier wieder ein Deduktionsspiel und es geht darum, einen Code zu entdecken, bevor die Schatzräuber dann den Tempel ausräumen, räumen. Und ja, unsere Aufgabe ist es eben, diesen Code schnellstmöglich dann eben halt auch herauszufinden. Und last but not least, für Minecraft wird es von Ravensburger mit Minecraft Explorers auch ein Kartenspiel jetzt zum Minecraft-Thema geben. Das Spiel ist ja jetzt schon ein paar Jahre draußen, hat auch eine Erweiterung bekommen, auch nochmal eine zusätzliche Adaption, die ich allerdings nicht so gut finde. Aber jetzt gibt es eben halt nochmal ein Kartenspiel im Frühjahr, um eben halt das Minecraft-Gefühl dann an euren Brettspieltisch zu bringen. Das waren die News. Ich habe gesagt, der Ticker ist heute nicht so umfangreich, aber wie immer kurz und knackig, so habt ihr den Überblick über das, was passiert. Ich wünsche euch viel Spaß. Am Samstag geht es weiter. Wie gesagt, mit Top 5 Familienspiele. Am Sonntag fangen wir dann mit unserer Serie zum 10-jährigen Jubiläum der Brettspielbox an, mit den Spielmechanismen. Am Montag dann der zweite Teil des Rückblicks Top 5 Kenner- und Expertenspiele. Und dann geht es ab Mittwoch ganz normal in gewohnten Bahnen mit Kolumne und nächste Woche wieder mit den News weiter. Also es ist einiges zu erwarten. Gerne den Kanal deswegen abonnieren, damit ihr nichts verpasst oder die Glocke da bimmeln. Und ich wünsche euch einen guten Start dann in die erste, wahrscheinlich für viele erste richtige Arbeitswoche. Und genießt die Zeit. Noch bis dahin ein schönes Wochenende. Spielt viel. Bei uns steht Zug um Zug Legacy jetzt die letzten beiden Teile an. Da freue ich mich riesig drauf, am Wochenende das Spiel dann ja eigentlich leider zu beschließen. Aber es war bisher schon ein tolles Erlebnis. Macht's gut. Bis dann. Euer Christoph. Tschüss.